Einsatzgebiet für die Bundespolizisten Angela und Sven. Faust für 172. Ja, stimmt's. Wir sind wieder draußen. Kommt auf Gleis 23 eine Regionalbahn an. Dort hat ein Zugbegleiter wohl auf einen augenscheinlich 7-jährigen orientierungslosen Jungen aufmerksam gemacht. Könnt ihr da mal aufklären? Ja, wir gehen hin. Angela und Sven haben selbst Kinder, daher geht ihnen dieser Fall besonders nahe. Hier ist auch kein Ort für Kinder alleine. Ne? Das merkt man ja, wenn man rumläuft. Das ist gefährlich wegen den Zügen von Leuten, die sich hier aufhalten. Das ist auch nichts für einen 7-Jährigen um die Uhrzeit. Und das sind halt dann schon manchmal Schicksale, die einem so näher gehen als das allgemeine Geschehen hier. Aber wir gucken mal, was er hat. Vielleicht ist er noch ausgebüxt. Gleis 23, Einfahrt RB von Neuwied, weiter als RB nach Sprichst du mit ihm? Abfahrt 22:53. Vorsicht bei der Einfahrt. Ich habe den jungen Mann hier mit einer Buskarte für ein VRN, also Verkehrsverbund Rhein-Nahe. Mhm. Das heißt, der dürfte ja eigentlich hier mit uns gar nicht fahren. Ja, ich gucke. Mehr habe ich leider nicht aus dem Haus bekommen. Ah, okay. Hallo? Weißt du, wo du bist? Nein? Du bist in Frankfurt jetzt. Und da wolltest du auf gar keinen Fall hin, oder? Okay. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, wir gehen jetzt zusammen auf unsere Polizeiwache. Da zeige ich dir mal alles, ja? Und dann versuchen wir, Mama oder Papa anzurufen, dass sie dich wieder abholen. Was hältst du davon? Warum bist du denn eigentlich allein unterwegs? Mama hat mich einkaufen geschickt. Oh, oh Gott, komm, wir gucken mal zusammen. Kommst du mal mit? Ich hab's gar nicht aus dem Haus bekommen. Alles gut. Alles Gute, Kleiner, ne? Wie alt bist du denn? 11? Wir haben den Jungen, wir kommen jetzt mal rein. Okay, und in welche Klasse gehst du? In die 5. Okay. Der Heimatort des Jungen ist 2 Stunden mit der Bahn entfernt. Das macht Polizeihauptmeisterin Angela misstrauisch. Wie kann es sein, dass du dann mit einmal in dem Zug sitzt? Abends um 10. Also, wir gehen ja jetzt hier auf die Polizeiwache. Und auf dem Weg dahin überlegst du dir jetzt mal, ob du uns nicht besser die Wahrheit sagst, okay? Weil die Geschichte mit dem Einkaufen, die glaube ich nicht, okay? Okay, und wir reden gleich noch mal drin in Ruhe, ja? Weitergehen. Wo wohnst du? Osthofen? Ist das hier? Ja, mach mal. Ja, er hat mir ja auch diesen Zettel gegeben. Da steht jetzt, ich sag mal, da sind jetzt 3, 4 Figuren gemalt. Ganz offensichtlich sagt eine Person ganz schwarz, irgendwie auch bedrohlich, sagt, was soll das schon wieder? Und dann schmeißt eine Person ein kleineres Kind, so deute ich das, und da steht drauf, hau ab. Für mich hört sich das halt jetzt schon an, dass es da vielleicht Probleme gibt in der Familie. Und deswegen kommt es jetzt natürlich darauf an, das Fingerspitzengefühl zu haben, um zu erfahren, was da los ist. Ja, da kann ja jetzt alles rauskommen von häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung und alles. Da muss man jetzt gucken. Die Adresse haben wir. Ich rufe mal beim Land an, ob die den kennen. Bist du schon mal von zu Hause abgehauen? Okay, und warum? Ja, das glaube ich dir. Und warum? Habt ihr euch vorher gestritten? Oder hast du schlechte Schulnoten? Oder warum schimpft ihr? Ja. Okay, und was sagt denn die Mama dazu? Sie ist nicht einfach komisch. Okay. Also Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall mit der Mama sprechen und ihr erstmal sagen, dass es dir gut geht. Ja? Und dann müssen wir uns einfach überlegen, was für dich der beste Weg ist, wie es für dich am besten weitergeht. Ja? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du zum Jugendamt gehst, dass wir dich dem Jugendamt überstellen.
wenn du absolut nicht zu Hause leben willst. Wenn du sagst, dir geht's da nicht gut, dann können wir dir helfen. Ja? Bundespolizei Frankfurt Hauptbahnhof, hallo. Ich habe eine Frage. Wir haben eben aus dem Zug einen Jungen rausgeholt, den. Der wird vermisst. Gut, den haben wir hier. Also ob der zu den Eltern soll oder ob da irgendwas anderes dazwischen steht, dass man. Ja. Genau, danke. Hast du heute Schule gehabt? Genau. Erzähl. Worüber? Okay. Oh, das tut einem halt echt leid, sowas, gell? Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt. Der hat jetzt gesagt, was so ganz typisch ist für einen Elfjährigen, Zocken und Handy und sowas, hat er alles nicht. Und da habe ich gedacht, warum hast du das nicht? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben gar keinen Strom. Und das ist halt schon schlimm. Unser weiterer Verlauf wird auf jeden Fall so sein, dass wir jetzt gucken, wer ihn abholt. Wir werden mit denen auch nochmal das Gespräch ohne das Kind suchen. Nach einer Stunde sind sie da. Hallo. Das ist ganz schön gefährlich für einen Elfjährigen hierher zu fahren. Ja, wir sind halt dran gewesen. Und ab 6 Uhr hieß es dann, dass er nach Hause kam. Ja. Und dann ist er nie angekommen. Und dann habe ich alles abgeklappert, die Freunde, den Park. Selbst am Bahnhof waren wir. Also wir sind schon seit 4 Stunden auf der Suche gewesen. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass der in den Zug einsteigt, weil er es noch nie gemacht hat. Was hat das gesagt? Er hat Streit gegeben. Gar nicht. Ich glaube, so insgesamt ist er einfach unwahrscheinlich unglücklich. Ja? Der Opa, der ist vor 2 Monaten an Krebs gestorben. Das war wie ein Ersatzvater für ihn. Und das dann alles auf einen Schlag, das war zu viel für ihn. Und er ist auch, ich muss sagen, spielsüchtig. Bei mir gibt es das nicht. Ich habe daheim keinen. Er hat uns erzählt, bei ihm darf er zurzeit nicht spielen, weil sie gar keinen Strom mehr zu Hause haben. Ja, und mit Schluss, bis dann der Elektriker da ist. Und auf gar keinen Fall jetzt mit ihm schimpfen. Nein, ja? Also nicht, dass jetzt. Genau. Das ist wahrscheinlich ein Müll, so. Oh, ich würde es finden. Bist du froh, dass die Mama da ist? Ja, das glaube ich, ja. Muss jetzt mit die Mama drücken jetzt. Hm? Das ist alles so gemacht. Waren alle auf der Suche nach dir. Hm? Rücken die noch hin. Kann ich noch mal ganz kurz mit Ihnen alleine? Ja. Das sieht ganz aus, als wäre es die Schule gewesen. Das sieht mir ja aus wie die Schule, weil der hatte auch immer gesagt, Mama, ich will immer in die Schule, ich mag das nicht mehr. Wegen mir können Sie sich ja auch fotografieren, dass Sie irgendwie was mit Grundlage haben. Ich meine, ich sitze mal in der Schule. Ich habe mitbekommen, und dann wird auch alles angesprochen. Mach's gut, Rosa. Mhm. Irgendwann sehe ich dich als Kollegen, oder? Ja, das stimmt. Okay. Viel Spaß. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Ja? Offensichtlich freut sich der Junge jetzt doch, zu Hause zu sein. Unser erster Gedanke war ja, vielleicht möchte er gar nicht mehr nach Hause. Es kann ja auch zu Hause nicht gut für ihn sein, aber den Eindruck hatte ich jetzt nicht, sonst hätte ich das Kind auch nicht an die Mutter übergeben. Also wir werden in dem Fall jetzt auf jeden Fall das Jugendamt anschreiben, dass wir hier in Frankfurt angetroffen haben und dass es eventuell Schulprobleme gibt. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern eigentlich wollen wir die Eltern und die Schule unterstützen, indem wir darauf hinweisen, dass auch die Frankfurter Polizei damit Kontakt hatte. Dass das Jugendamt halt Kenntnis darüber hat.